Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Stöffel und heute mit einem neuen Let's Play God of War Ragnarök. Endlich, der zweite Teil ist da. Den ersten haben wir auch schon auf dem Kanal und der hat riesen Spaß gemacht und natürlich habe ich mich auf den zweiten gefreut und gestern kam er raus. Heute habe ich es endlich geschafft, mein System einzustellen und nach langer Pause dann jetzt endlich wieder weiterzumachen. Und ich habe schon mal ein bisschen reingespielt in den Start, um alle Einstellungen zu machen. Und ich hoffe, dass es jetzt richtig funktioniert und wir auch soundtechnisch auf dem richtigen Level sind. Und wir spielen das ganze Spiel auf Ich will keine Gnade. Schwierige Kämpfe. Wir haben den ersten Teil relativ gut hingekriegt. Und ich denke, dass wir den Schwierigkeitsgrad durchaus schaffen können. Also schauen wir mal rein. Da sitzt er, Kratos. Wohin jetzt? Heim. Der Sturm wird stärker. Ich mach sie fertig. Alt sieht er aus. Soll ich? Bereit. Da sind wir schon drin. Wir können ab jetzt dann steuern. Und alleine das zwischen dem Video gerade und jetzt dem Gameplay kein Unterschied festzustellen ist, das ist so geil. Wir können uns hier oben. Hoffentlich konnte Finn hier schlafen. Vielleicht ist er ja etwas, wenn wir heimkommen. Er ist sehr krank, Atreus.
Ich weiß, aber gestern ging es ihm etwas besser. Kurzzeitig. Wenn er nur weiter isst, ich gebe ihn nicht auf. Und alles recht trist, aber trotzdem schön. Hörst du's? Ja. Ist sie das? Sie ist es. Das Symbol ist nicht weit. Freya. Schon wieder. Sei bereit. Scheint immer noch ein bisschen böse zu sein mit uns. So leicht würde sie nicht aufgeben, oder? Sie gibt nie auf. Bleib wachsam. Ich fahr direkt durch zwei Stück durch. Picken aus. Hab dich! Wir müssen von ihr weg! Ich versuch's ja! Da oben! Was hat sie? Die Bäume! Sie stürzen um! Verhascher! Symbol. Geschafft. Gehen wir nach Hause. Specki, Swagner, los. Tut mir leid, ich konnte nicht schießen. Das wollte ich auch nicht. Ich hoffe immer, sie lässt uns in Ruhe. Du hast sie gerettet. Ich habe ihren Sohn getötet. Nach so etwas findet niemand Ruhe. Ja. Vor allem, nachdem sie unseren Sohn gerettet hat. Der Tod hat wohl tatsächlich Fimbulwinter ausgelöst. Seit dem Tag schneit es ständig. Glaubst du, es wird je wieder besser? Irgendwann. Aber das Schlimmste steht uns noch bevor. Wir müssen stark sein. Aber Baldur hat es nicht anders gewollt. Ich mach schon. Ich nehm den Hör. Leg los! Das war ein Lächeln. Sieht man selten.
Ich habe leichte Artefakte auf meinem Bildschirm. Ich hoffe, in der Aufnahme habe ich die gleich nicht. Da muss ich noch mal ein bisschen umstellen. Wahrscheinlich hat das Programm wieder irgendein Problem. So, können wir uns schon mal hier ein bisschen umgucken. Was ich im Vorfeld in den Einstellungen eingeschaltet habe, ist eine neue Option, die es im ersten Teil nicht gab, nämlich Autoloot. Und zwar für alle Wirtschaftsgegenstände. Das heißt, wenn irgendwo ein Gegenstand liegt, brauchen wir nur in die Richtung laufen. Er begrüßt uns immer. Atreus. Fenrir, alles in Ordnung? Und dann nimmt das halt automatisch auf, muss man halt keine Taste drücken. Macht es ein bisschen leichter. Ich denke, das wird Fenrir sein. Ist schon gut. Alles gut. Ich weiß, hast mir auch gefehlt. Wo ist dein Futter? Noch Hunger? Na komm schon. Du musst fressen. Friss. Was? Zu groß? Na bitte. Ganz brav. Atreus, es ist bald soweit. Du musst dich bereit machen. Wofür? Er frisst noch. Er will leben. Er stirbt. Du bist ein guter Junge. Wirklich tapfer. Schnell und stark. Aber jetzt ruh dich aus. Hörst du? Ich komme zurecht. Du kannst jetzt loslassen. Du musst loslassen. Sopna. Heitha. Sopna. 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 Trainieren. Was? Nein. Es ist mitten in der Nacht. Die Nacht hält unsere Feinde nicht auf. Warum? Wozu? Immerzu trainieren wir nur. Immer. Es reicht nicht. Wollen wir uns ewig verstecken? Wir verstecken uns nicht. Wir wappnen uns für einen Kampf, für den wir nicht bereit sind. Los jetzt. Die Zeit läuft uns davon. Es heißt, auf Fimbulwinter folgt Ragnarök. Der Krieg kommt. Was auch immer Loki tun sollte, er sollte es jetzt tun. Ich sollte mich nicht im Wald verstecken. Ich sollte draußen sein. Rausfinden, wer ich bin, wer Loki ist. Ich erlaube dir nicht, Götter zum Kampf zu fordern. Ich will mit niemandem kämpfen. Ich will nur Antworten. Und wenn diese Antworten zum Krieg mit Asgard führen?
Vielleicht wollte Mutter das. Wir wissen nicht, was Mutter wollte. Und das werden wir wohl nie. Hör zu. Lässt du mich mit Fendi allein, bevor ich ihn begrabe? Also, dieses mürrische Gesicht würde ich überall erkennen. Darf ich fragen, was genau passiert ist? Der Wolf ist tot. Oh nein, nicht Fenrir. Wie kommt der Junge zurecht? Nicht gut. Er will ihn begraben. Ah, verdammt. Na schön, Bruder. Gute Nacht. Traum. Kratos? Kommst du mit mir? Da ist sie, das erste Mal, dass wir sie sehen. Bist du bereit? Du gehst als Sesse Ymir persönlich auf deinen Schultern. Das ist deine Jagd. Ich folge dir. Na schön, Sonnenschein. Frisch erlegt. Aber er musste nicht leiden. Soll ich deine Grunzer verstehen? Sag mir, was du denkst. Wir jagen einen Jäger. Ein Wolf, ja. Jäger töten. Das ist der natürliche Lauf der Dinge. Deine Worte sind fehlgeleitet. Nähere dich langsam. Ist schon gut, Kleiner. Wir wollen helfen. Nicht wahr? Nein, nein, nicht! Na los. Der kranke Wolf von jenseits des Symbols. Er hat einen Weg hineingefunden. Wie ich gesagt habe. Wir hätten handeln sollen. Es ging uns nichts an. Aber jetzt schon. Ein Problem muss nicht erst an unsere Tür klopfen, bevor wir verantwortlich sind. Wenn wir die Macht haben, möglichen Schaden einzudämmen, sollten wir handeln. Statt uns zu verstecken und nichts zu tun. Wir verstecken uns nicht. Das sagt er öfter. Wir verstecken uns nicht, wir laufen nicht weg.
soll ich denn etwa aufheben? Sehr brav. Kreis können wir hochklettern. Kennen wir auch. Faye. Wo ist sie hin? Faye. Faye. Faye! Die Zeit läuft uns davon, Liebster. Und es gibt viel zu tun. Bruder? Wo ist Atreus? Deshalb habe ich gerufen. Er ist weggegangen, um den Wolf zu begraben. Ist eine Weile her. Er kann nicht weit sein. Da haben wir die Waffe. Die kann man auch irgendwie wieder wegstecken. Ich weiß gar nicht. Okay. Vereisen können wir. Fimbulwinter überleben ist unsere Aufgabe. Atreus ist nicht von der Beerdigung des Wolfes zurückgekehrt. Meine Sorge wächst. Ich werde seiner Spur folgen. Gibt uns ein bisschen was von Erfahrungspunkten. Okay. Gefallen ist noch kein Ziel. Ist noch nicht entdeckt. Ah, da warte mal. Da waren auch schon... Nein, wie ich jetzt denke. Da. Wir haben momentan die Leviathan-Achse und das Schild. Wir kriegen später noch... müssten wir einen Vorstellerbonus kriegen. Noch haben wir den hier nicht. Da haben wir alles nur standardmäßig. Fähigkeiten, das sieht so ein bisschen aus wie im ersten Teil, denke ich. Hier haben wir eine Karte. Ganz viel unentdecktes Zeug. Momentan nur Midgard, Ziele, Kodex. So, da haben wir ein bisschen was zu lesen. Dann nehmen wir uns später mal ein bisschen Zeit, oder? Ja. Ich denke, am Ende der Folge werde ich immer so ein oder zwei Einträge lesen und dann schauen wir einfach mal. Da ist nämlich einiges. Das ist einfach Tutorial. Das Wissen, das ist für uns interessant. So, gucken wir uns später an. Glaubst du, er hat eine Abkürzung durch die Zwischenwelt genommen? Nein, die Steine wurden nicht bewegt. Gucken wir mal, er muss doch eine Spur hinterlassen haben. Hier haben wir, oder was ist das unsere? Unsere Spur? Boah, das ist ja cool. Hinterlassen Spuren im Schnee. War hier durch? Es wurde nicht geöffnet. Hier sind auch keine Spuren. Aber hier sind welche. Mal sehen. Spuren, die zum gefrorenen Fluss führen. Höchstwahrscheinlich hat er ihn dort begraben. Bei den anderen Wölfe? Er kroch hier durch. Mit dem Wolfkadaver. Du hast unruhig geschlafen. Mehr als sonst. Albträume? Von der Vergangenheit. Fast jede Nacht. Ach, die schlimme alte Zeit. In Hellas. Nein. Ich habe das Gefühl, Faye, etwas zu sagen. Soll das etwa heißen, du sprichst wieder mit Geistern, Bruder? Nein. Aber es ist mehr als bloße Erinnerung. Sprinten wir am Rhein und finde ich okay. Rede mit mir, Bruder. Die Spur endet hier. Und wir sind nicht allein. Wir müssen immer schön blocken, das kennt ihr schon aus dem ersten Teil. Blocken, parieren. Gegner anvisieren ist Standard, rein mit Runde 3. Und wir haben schwache und starke Angriffe. Mit
da können wir so offensichtlich nach oben schleudern. Gut. Grundsätzlich scheint es zu helfen, die Axt vor zu vereisen. Linke Seite! Mehrwolf! Ja, zu langsam. Ausweichen können wir auch. Und offensichtlich parieren. Das war im ersten Teil an vielen Stellen recht wichtig. Verfluchte Räuber! Sie dürften nicht so nah rankommen. Wir sollten nach dem Schutzsymbol sehen. Da vorne ist ein Baum, ja? Ja, das mit den Artefakten, die ich hier immer wieder auf der, in der Visualisierung habe, echt anstrengend, sich das anzugucken. Aber ich registriere, dass das Spiel echt gut aussieht. Da haben wir Gesundheit. Und? Du hattest recht. Das Symbol ist zerstört. Erklärt die Eindringlinge. Was ist hier passiert? Oh. Das offensichtlich. Ein Bär. Zerfleischt. Wovon? Einem größeren Bären. Verwundet. Der Kampf hat den Baum zerstört. Wir müssen Atreus finden. Ja, bei wilden Tieren und plündernden Räubern hat er sich vielleicht versteckt. Folge der Spur. Wir finden ihn. So. Wir werden sie immer handhaben, ne? Ich werde immer schön auch ein bisschen was vom Pfad abweichen. Ich glaube, in dem Fall... Genau, wir sind von da gekommen, können auch hier hoch. Einfach um uns umzugucken. Ja, wir müssen drumherum. Weil es, so wie hier, mit Sicherheit wieder Sachen geben wird, die wir... Da werden wir ihn nicht finden. Suchen wir diese Blutspur. ...noch einsammeln können. Wir werden uns relativ ordentlich umgucken müssen, denke ich, so wie sonst auch immer. Die Spur geht jenseits der Kluft weiter. Räumst du den Weg frei? Weißt du, warum der Junge weggegangen sein könnte? Wir haben gestritten. Er wirft mir vor, mich für Odin zu verstecken. Ist vernünftig, dich bedeckt zu halten. Du hast drei seiner Sippe getötet. Und er wird sich rächen. Genau darum muss Atreus lernen, alleine zu überleben. Ah, es geht um diese Prophezeiung. Nur wegen einem Bild bei den Riesen von deinem Tod auf einer Wand voller... Sonst korrekter Vorhersagen. Ich glaube nicht an Prophezeiungen. Tja, gut. So, ich glaube, hier war die Kiste, die wir gerade gesehen haben. Ja, also. Axtsilber ist ja die Währung, die kennen wir auch schon. Also im Vergleich zum ersten hat sich da jetzt nicht viel getan. Und die Sachen müsst ihr eigentlich automatisch aufheben? Ja. Wunderbar. Das heißt, wenn wir da einfach in die Nähe kommen, hebt ihr das dann auf. Das ist gut. Dann können wir auch nichts aus Versehen liegen lassen, was sind vielleicht Gegner auch drum. Und was hältst du von Prophezeiungen, Mimir? Ich bin von Natur aus skeptisch. Aber wir haben Dinge gesehen, die unerklärlich sind. Als klügster lebender Mensch muss ich also sagen, ich habe absolut keinen Schimmer. Halten Sie Dreieck gedrückt, um die Axt mit Frost zu überziehen. Ja gut, das haben wir ja gerade schon. Und wie immer ist am Anfang der Kampf noch relativ unspannend. Spannend, weil wir nicht viele Fähigkeiten haben und nicht viel Auswahl an unserer Bewaffnung. Aber es fühlt sich noch immer genauso an wie im ersten Teil. Schön wuchtige Schläge. Und macht jetzt schon wieder Spaß. Tatsächlich. Trotz der fehlenden Abwechslung. Ja.
Und dafür, dass wir auch schwer gestellt haben, wo ist jetzt die Spur? Läuft das bis jetzt ja tatsächlich noch echt gut. So, die nimmt er nicht automatisch auf. Ich habe halt nur Wirtschaft eingestellt, weil ich in den Einstellungen soweit gelesen habe, dass er halt die Sachen dann benutzt, wenn sie gebraucht werden. Ich möchte aber nicht, dass er mitten im Kampf so eine Heilung benutzt, wenn mir vielleicht nur so ein Fitzelchen fehlt, sondern dann lieber schon den vollen Nutzen daraus ziehen. Da oben will ich hin. Hier hat offensichtlich schon einer gegen den Bären kämpfen müssen. Das sieht mir doch so aus, als könnte man da irgendwie klettern. Und hier haben wir vorhin, können wir das, also das können wir nicht zerstören. Willst du denn? So, jetzt kriegen wir noch Parade, ja? Wir haben ja jetzt schon vorher. Die Sprüche haben wir ein paar Mal gemacht. Da ist er. Hinter dir, Vorsicht! Die sind noch keine große Herausforderung. Spätrupp. In der Nähe muss ein Lager sein. Ich weiß, was du denkst, Bruder. Aber Atreus kommt allein zurecht. Du hast ihn gut gelehrt. Das sagt er auch immer. Und die üblichen Kisten. Mit Materialien, glaube ich. Genau. Mal wieder runter wollen wir nicht. Fackeln. Und die Spur führt nochmal laufen Höhle. Und ich glaube, hier können wir springen, na, ne? Wir wissen, wo wir hingehen. Bestimmt können wir leise hineingelangen. Können wir bestimmt? Oder du machst das. Leise ist jetzt nicht unbedingt Kratos Art. So, da haben wir jetzt was geworfen. Kommen wir da auch ran? Hast du die Wölfe vor diesen Räubern gerettet? Nein. Die sind noch nicht lange hier. Sprinten Sie, drücken Sie in der Luft R1 für einen Tod von oben Angriff. Na, das Parieren wird halt auch noch stärker mit der Zeit. Okay, im Kampf hebt er das Zeug nicht auf. Die Spur führt hier durch, tiefer hinein. Es kommen mehr. Soll er aufheben, das andere. Zerbrochene Rune, einzigartige Ressource. Die haben wir dann aus der Kiste gekriegt, die wir abgeworfen haben. Okay. Ich weiß nicht, ob in so Kisten hier auch schon mal Sachen sind. Jede Menge Hacksilber. Alles zerstören, so Hass gegen Einrichtung. Plus 5. Hier zieht eine Blutspur durch, okay. Da ist jemand dem Bären begegnet. Geflohen wird hier nicht. Achtung, hinten hat jemand eine Schleuse. Pass auf.
Kann ich das von hier aus auch machen? Ja, Tatsache. Hinter dir! Da brauche ich jetzt schon wieder den Schaden, ja. Gut, dass Leichen sich auflösen, ist immer noch ein bisschen komisch. Das war aber, glaube ich, auch schon immer so, ne? Da geht's hoch, aber hier ist erstmal eine Kiste. Folgenlänge, die gehabt. 30 bis 45 Minuten, denke ich. Die erste wie immer ein bisschen länger. Wie bei allen Spielen. So, hier ist er irgendwie lang gekommen. Dann ist er da hoch. Da komme ich nicht durch. Also wieder zurück. Dann tatsächlich. Ah, hi. Hi. Atreus, bist du hier? Vielleicht wollte Atreus hier Schutz suchen und ist weitergezogen, als er die Räuber sah. Und der Bär ist hinterhergerannt. Er hat ganz schön gewütet, das muss ich sagen. Du glaubst, der Bär hat Atreus verfolgt? Tja, oder der Bär war verletzt und Atreus ist ihm gefolgt, um zu helfen. Du kennst ihn. Wir werden sehen. Also ich werde auf jeden Fall die Folgenlänge anpassen, auch so ein bisschen daran, was wir gerade tun. Wenn gerade spannend ist, machen wir ein bisschen länger. Wenn gerade nicht so viel passiert, machen wir ein bisschen kürzer. So wie es halt gehabt ist. So, raus. Atreus, wo bist du? Aua! Immer schön ausweichen, denke ich, ist beim Bären gar nicht schlecht. Da kommt er. Björn, der Bär. Da liegt schon Heilung für uns, ist gut. Wenn das so ist wie im ersten Teil, kriegen wir die ja sowieso. Entsprechend der gelösten. Lebensbalken. Und wenn das noch so ist wie im ersten Teil, dann kriegen wir die Betäubungsleiste da oben. Deutlich voller, wenn wir mit Fäusten draufhauen. Das sieht auch tatsächlich so aus. Wir machen, glaube ich, mehr Schaden mit der Axt. Aber mit den Fäusten kriegen wir den weißen Betäubungsbalken. Und in der Sparta's Rage sowieso nochmal die ganze Ecke mehr. Wo ist meine Heilung? Das klappt auch noch, okay. War ja im ersten Teil schon so, dass wenn man die Heilung aufhebt, Gegner kurzzeitig betäubt werden. Aber das tut weh, okay. Aber ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Betäubungsleiste noch zu stärken, voll zu kriegen, bevor wir ihn kaputt haben. Okay, also den können wir auch nicht betäuben durch parieren. Ah!
jetzt. Gibt's auf die Kalofke. Aua. Ein Bären mit bloßer Hand verprügeln kann auch nur Kratos. Atreus. Loki, der Formwandler. Atreus! 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 Was? Konzentrier dich. Heile. Was ist passiert? Du erinnerst dich nicht. Ich begrub Fenrir. Und, keine Ahnung. Ich war so traurig. Und dann war ich wütend. Dann ängstlich. Und dann bin ich gerannt. Da war ein Bär. Er griff an und ich hab mich gewehrt. Das war wohl ein Traum. Deine Gefühle haben dich verwandelt. Ich wusste nicht, dass ich das kann. Du hast gar nichts getan. Es kam über dich. Damit kennt er sich aus. Deshalb dürfen wir dein Training nicht abbrechen. Wir wissen nicht, was deine Fähigkeiten können. Sie sind gefährlich. Ohne Disziplin und Kontrolle. Ich weiß genug über Disziplin. Ich brauche mehr als das. Antworten. Antworten, die du nicht hast? Antworten, die nur deine Mutter hatte. Und die sie verschwieg. Was, wenn uns jemand helfen könnte? Jemand, der unsere Fragen zu den Riesen beantwortet. Und wer Loki sein soll. Atreus. Sollten wir nicht verstehen, wozu ich werde? Atreus! Hör mir zu. Ich hätte dich töten können. Bis du es kontrollieren kannst, gehen wir keinerlei Risiken ein. Nichts tun ist auch ein Risiko. Hast du mich gelehrt? Hat er auch recht. Hör einmal auf, wie ein Vater zu denken und denk wie ein General. Nein! Nein. Nimm dich zusammen. Neuer Wissenseintrag. Ein kleiner Teil Gesundheit regeneriert sich nach einem Kampf automatisch, wenn Kratos schwer verletzt ist. Ja, wunderbar. Aber wir müssten eigentlich auch noch ein bisschen was hier rumliegen haben. Sei denn natürlich, das verschwindet durch die Sequenz, so sieht es aus. Gut, das ist der Punkt, an dem ich dann sage, hier ist für uns Ende für diese Folge. Aber ich habe ja noch gesagt, wir schauen nochmal in den Codex rein. Spartas Rage haben wir neu bekommen. Zornzustand, bla bla bla, das kennen wir ja auch schon aus dem ersten Teil. Aber der Kodex. So, Silberreste haben viele Verwendungsmöglichkeiten, sind beim Handeln und in jeder Herstellungsrezeptur von Nutzen. Das kennen wir alles schon. Das gilt auch fürs geschmiedete Eisen, mehr oder weniger. Das kriegen wir nur in Särgen und Truhen. Herstellung von Rüstung niedriger Stufen und die zerbrochene Rune Scherben, denen Runenenergie innewohnt, die einst das Land selbst in Bewegung setzen konnten. Hacksilber ist die reguläre Währung. Das ist einfach nur nochmal das Ganze. Ah, ja, alles klar.
So, Wissen. In den Freunden haben wir Faye. Es ist zu lange her, dass Faye uns verlassen hat und wir verstreuten ihre Asche vom höchsten Gipfel Jötunheims. Eine Reise, die sie plante und für die niemand von uns bereit war. Ich träume von ihr und von einfacheren Zeiten, als das Zusammensein noch ausreichte. Ich trage die Verantwortung für unseren Sohn nun alleine, aber ich habe noch so viele Fragen an sie. Es gibt so vieles, was ich immer noch nicht verstehe. Ich suche sie manchmal in Atreus und dann muss ich lächeln. Aber ich stelle mir immer wieder die gleichen Fragen, wenn ich versuche, ihn auf seinen Weg anzuleiten. Er konzentriert sich darauf, wer er werden wird. Und obwohl es schwierig wird, ihn in meiner Nähe zu halten, bin ich dankbar, dass ich ihn weiter auf dieser Reise begleiten kann. Fürs Erste. Fenrir. Die Kraft des Wolfes Fenrir schwindet nun bereits seit einiger Zeit. Atreus hegt große Gefühle für das Tier und konnte sich noch nicht damit abfinden, dass es sterben wird. In der Vergangenheit hätte ich ihm geraten, sein Herz vor diesem Verlust zu verschließen, aber er musste bereits so viel ertragen. Ich sehe das Mitleid in seinem Herzen und bin stolz auf den Mann, zu dem er sich entwickelt. Aber ich muss dafür sorgen, dass er fokussiert bleibt, um auf weitere dunkle Tage vorbereitet zu sein. Speki und Svana, vor nicht allzu langer Zeit haben wir sie am See der Neuen ein Wolfsrudel vor Räubern gerettet. Trotz meiner Warnung hat Atreus beschlossen, ihnen Namen zu geben. Dass die beiden nun den Schlitten ziehen, hat den Transport erheblich vereinfacht. Mimir hat seit unserer Rückkehr aus Jötunheim bei uns gelebt. Es gibt wenige, die ich als Freund bezeichnen würde und als Bruder noch viel weniger. Aber mittlerweile vertraue ich auf die Weisheit und den Rat des klügsten lebenden Menschen. Außerdem verbraucht er kaum Platz und keine wertvollen Ressourcen. Atreus hat sich seit unserer Reise nach Jötunheim extrem entwickelt. Wir haben Winter für Winter trainiert, ohne dass es dazwischen einen Sommer gab. Heute stärker, fähiger, kampferprobter und ein ausgezeichneter Kletterer. Aber er muss noch viel lernen, wenn er seine Gefühle mit Disziplin beherrschen will. Er lässt sich immer noch durch Gedanken an Loki und das von den Riesen vorausgesagte Schicksal ablenken. Was auch immer das Volk seiner Mutter für ihn geplant hat, was auch immer sie geplant hat, ich werde für seine Sicherheit sorgen und ihn vorbereiten, solange ich das kann. Und Atreus hat nie die Vorhersage gesehen, dass er seinen Vater töten wird, oder? Augenscheinlich zumindest. Da bin ich mal gespannt, wie das Spiel damit umgeht. So, da lassen wir es für diese Folge. In der nächsten Folge lesen wir uns das zu den Feinden durch. Und dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, ihr bleibt dran. Ich freue mich riesig aufs Spiel. Bis dahin, euer Stöffel.